Herzlich willkommen Leute, hier ist euer Sebastian von den Gamer Neighbors und heute gibt es von mir eine weitere Review, nämlich zu dem Spiel Warhammer The End of Times Vermintide. Und zwar möchte ich heute wieder sagen, so ein paar positive und negative Sachen zu dem Spiel erzählen und ob es sich lohnt zu holen oder nicht, denn in meiner letzten Review, die ich gemacht hatte, oder meine auch erste Review zu der Star Wars Battlefront Beta, bin ich doch auf sehr viel positive Kommentare gestoßen, dass ich es doch gut kommentiert habe und wie der Kollege von nebenan versucht habe, muss man jetzt sagen, versucht habe, es zu erklären aus meiner Sicht und zu sagen. Und das fanden halt viele gut, weil es wenig Kauder Gewälsch war, was keiner versteht oder wie andere Leute das so machen, sondern ich bleibe ganz schlicht aus meiner Sicht, wie ich das sehe und ob es sich lohnt oder nicht. Und das Spiel ist entwickelt, das wollte ich dann auch nochmal eben erwähnen, von Fetchhack, die bis jetzt Spiele gemacht haben wie Lead in Gold, War of the Roses und War of the Vikings, die an sich alle sehr gute Spiele waren, aber doch immer ein bisschen in der Menge untergegangen sind. Was ich jetzt hoffe, sich mit Vermintide ändert, denn das Spiel ist an sich ziemlich gut. Und da fangen wir dann auch erstmal mit den positiven Aspekten an, weil davon gibt es mehr tatsächlich als negative in meinen Augen, ist erstmal das Setting. Das Warhammer-Universum, Warhammer Fantasy, astrein, super ausgesucht und dann auch mit den Skaven als Gegnern, das sind diese Ratten in diesem Spiel, die es hier gibt, gegen die man kämpfen muss, ist auch eine super Klasse, die sie sich da ausgesucht haben, gegen die man kämpft, also die Rasse besser gesagt, macht echt Spaß, sich durch so einen Haufen Skaven durchzumetzeln und die Innereien, die da rumfliegen, die Köpfe und das Blut da spritzt, da haben sie echt cooles Setting sich ausgesucht und haben das Spiel so an sich auch echt gut umgesetzt, wo ich auch sagen muss, es sieht auch echt super aus. Natürlich kein Star Wars Battlefront super, aber trotzdem immer noch eine astreine Grafik. Das muss man auch dem Spiel lassen. Und das kommt dann auch zugute der kompletten Atmosphäre. Der Sound ist echt super gehalten, die Charaktere sind einzigartig und reden auch richtig cool miteinander mit Akzenten und was weiß ich nicht noch alles, was es gibt in dem Spiel, was ich vielleicht noch gar nicht gemerkt habe. Und auch, wie gesagt, das ist halt alles zusammen ineinander greift. Die Gegner, die Levels, in denen man rumrennt, die Grafik, der Sound und das Universum an sich, das Warhammer-Universum, greift hier echt super aneinander. Jeder Fan, aber auch Nicht-Fan, kann hier bedenkenlos zugreifen und wird Spaß an diesem Spiel haben. Besonders Fans von Left 4 Dead werden sich hier sehr zu Hause fühlen, denn man spielt zu viert gegen die ganzen Skaven-Horden, die auch viele Skaven haben, die auch an den Klassen von den Zombies aus Left 4 Dead erinnern. Es ist ein, gibt einen Skaven, der mit Gift schmeißen kann, wie der Spitter aus Left 4 Dead oder den Rattentank, wie der Zombie-Tank aus Left 4 Dead. Da haben sie sich von Left 4 Dead definitiv inspirieren lassen, was ich aber nicht als negativ ansehe, weil lieber gut inspirieren lassen, als schlecht irgendeine eigene Scheiße dahin geklatscht, die dann am Ende keinem gefällt. Und daher finde ich, haben sie das echt super gelöst und auch gut hinbekommen. Das Spiel ist an sich bis jetzt ziemlich astrein. Und was mir auch sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, dass es Loot gibt. Weswegen es auch kein, das muss ich auch noch von vornherein mal erwähnen, es ist ein Koop-Game, also kein Versus-Modus, den es da gibt. Das eine, dass vier Leute Ratten spielen spezielle und vier Leute die anderen Klassen, die Menschen halt, oder auch den Zwerg, den Elf, den es gibt, oder die Magierin. Haben sie das rausgelassen, was ich aber auch verständlich finde, denn es gibt den Loot und der Loot gibt dir schon bessere Waffen. Sie sind nicht OP, dass man sagt, dass die ersten Schwerter, die man am Anfang hat, sind im Grunde nutzlos, damit die späteren Schwerter einfach mal 100 mal mehr Schaden machen, 1000 krasse Effekte haben, sondern die Effekte sind merkbar, aber nicht so krass, dass man sagt, dass das ultimative krasse Endloot ist, den man bekommt. Also, es ist auf jeden Fall cool, man freut sich immer und hofft immer am Ende des Levels seinen Loot-Würfelwurf zu machen und immer ein cooles grünes oder blaues Item zu bekommen für seine Klasse, auf die man gerade Bock hat zu spielen. Denn der Loot, der gewürfelt wird, ist komplett für alle Klassen da. Was ich jetzt nicht unbedingt so schlecht finde, man sich manchmal natürlich aufregt, wenn man jetzt ein schön blaues Item gewürfelt hat und das ist für die Klasse, die man wahrscheinlich als allerletztes spielen würde. Aber da hat man dann auch wieder den Vorteil, dass man, wenn man in der Taverne ist, bevor man ein Spiel startet, kann man auch seine Sachen einschmelzen lassen
Oder halt auch, wenn man fünf, können auch verschiedene oder die gleichen Waffen sein, von derselben Farbe hat, kann man eine Waffe der nächsten Stufe dann zusammenbauen, also zusammen schmelzen oder wie man es nennen kann, aufgraben. Was ich auch ziemlich cool daran finde, dass sie sagen, hey, wir geben euch Loot, wenn der euch nicht passt, verwahrt ihn euch, dann könnt ihr halt eine Waffe der nächsten Stufe oder wenn man verschiedene Waffen zusammenpackt, um es aufzugraden, bekommt man dann halt einen zufälligen Loot, der dann halt zufällig generiert wird, wenn man verschiedene Waffen ineinander packt. Und das Positive auch bis jetzt dann weiterhin ist, dass es auch viele verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, bis zu fünf verschiedene, wenn ich mich nicht täusche, wo man dann dementsprechend wahrscheinlich dann auch, bis jetzt haben wir immer nur normal gespielt, haben schon auf eine höhere Schwierigkeitsstufe gespielt, auf schwer, aber bis jetzt noch nicht gepackt, denn das Spiel ist echt sehr teambasierend. Und wenn man da keine Taktik hat oder nicht aufpasst oder einer alleine vorrennt, ist es vorbei. Was ich dann auch ziemlich gut finde, das Spiel ist nicht schnell durchgespielt oder easy. Selbst auf normal, wie man hier sieht, kann so ein Tank schon ordentlich Damage in der Gruppe anrichten. Wenn man überlegt, hier sind gerade zwei von unseren Kollegen down, oder besser gesagt der Fabio und ein anderer, mit dem wir gespielt haben. Und der Tank macht uns schon ordentlich Stress. Also man muss schon echt aufpassen, damit man da durchkommt. Und das ist das, was mir auch sehr daran gefällt. Besonders mit Freunden macht es einen Heiden bis Mengen Spaß, zusammen zu spielen. Und da, wie man jetzt so schon sieht, backt sich gerade der Tank durch die Wand. Was dann zum Teil, kommen wir jetzt mal zu den negativen Aspekten in dem Spiel, die es gibt, was aber wirklich nicht viele sind, muss ich bis jetzt sagen, ist halt, dass es noch ein paar Bugs gibt. Da glitscht mal gelegentlich bei einem für ein paar Sekunden einer über den Boden. Ein kleinerer Soundbug. Oder wie hier, dass so ein Tank sich mal durch eine Wand backt, für die anderen wiederum nicht. Oder ein Hunter in die Luft springt, obwohl er das gar nicht macht. Aber das sind längst nicht so viele, wie es bei der Beta war. Also die haben da echt ausgemerzt. Das finde ich auch ziemlich gut. Also dass die das so noch hinbekommen haben. Und dass es nicht so viele sind. So, dann ist zugleich auch der Loot auch ein negativer Aspekt. Weil kommt drauf an, was für Loot man möchte. Möchte man den Diablo-Loot, dass du alle 3 Sekunden irgendwas bekommst, womit du nichts anfangen kannst? Oder den Loot, den es in vielen Spielen gibt, wie auch in Destiny oder auch hier, der gelegentliche Loot, der zum Beispiel hier, ihr bekommt nur am Ende des Levels, könnt ihr einen Würfel-Loot machen oder einen Loot-Würfel, rollt ihr dann bis zu 7 Stück kann man würfeln. Und dann wird daraus halt umso mehr dementsprechende Symbole ihr gewürfelt habt, ist dann die Chance höher, ein gutes Item zu bekommen. Was wie gesagt dann nicht für eure Klasse sein kann, aber könnte für manche zu viel Aufwand für zu wenig Loot sein. Was ich jetzt aber nicht finde, weil es hält sich an sich ganz gut, aber wie gesagt, es könnte halt für andere ein negativer Aspekt sein. Finde ich aber bis jetzt eigentlich ganz in Ordnung, weil man immer Bock hat, auf höhere Schwierigkeitsgraden zu spielen, denn da kriegt man dann natürlich die höhere Chance für ein besseres Item zu kriegen. Und das andere Negative ist dann auch die Dauermotivation. Denn die Waffen, es gibt halt keine Rüstungen. Man kann wahrscheinlich, glaube ich, später Helme kriegen. Oder ob das jetzt wirklich nur Vorbestellerboni sind, das weiß ich nicht. Aber da man halt nur auf seine zwei Waffen beschränkt ist, wie Fernkampf- und Nahkampfwaffen und ein Trinket, was man halt tragen kann, ist da nicht mehr, in Anführungszeichen, ein Loot, den man bekommen kann. Und wenn man das dann irgendwann voll hat oder alles hat, könnte man denken, wo ist denn da jetzt dann wirklich diese Langzeitmotivation, auch wenn man es dann irgendwann erreicht hat. Auch wenn ich sagen muss, bis man wahrscheinlich so weit ist, kann man locker bis zu 50 Stunden oder länger in diesem Spiel verbringen, was dann wiederum für ein 30-Euro-Game, wie es zurzeit bei Steam so um den Dreh kostet, an sich ganz gut ist. Denn das, was man bekommt für das Geld, was man ausgibt, finde ich vollkommen in Ordnung und auch berechtfertigt. Da kann ich auch allen sagen, denen das, was sie bis jetzt gehört haben, gefällt, können da problemlos zu lang. Also das kann ich auch nur so weiterempfehlen, denn das ist auch schon wieder erstmal, was mir persönlich jetzt so einfällt, was mich gestört hat oder auch was alles, was ich am Positiven gesehen habe, jetzt so ist. Es ist ein gutes Game, es ist nichts Bahnbrechendes, nichts super krasses Neues, aber auch nichts wirklich Schlechtes, wo man sagen kann, oh, das Game ist kacke, das kann man vergessen. Es wird seine Zeit jetzt haben, später bei Steam Sales bestimmt immer noch gekauft werden, wenn man einige Stunden mit seinem Freund rumschnetzeln möchte, greift zu,
Habt Spaß, ein paar Zockerabende oder auch, wenn man sich ein paar LAN-Abende zusammen macht, kann man das Spiel auch gut mit 4 Freunden in einem Raum zocken. Das definitiv kann ich nur sagen. Ihr könnt hier bedenkenlos, wenn euch das Setting zusagt, zu lang, und wenn ihr Spaß habt an Koop-Games mit euren Freunden, auch wenn ihr alleine immer in eine Lobby reingeht, könnt ihr problemlos machen. Das war dann aber jetzt auch meine Review zu Vermintide, besser gesagt Warhammer Vermintide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Und schaltet auch nächstes Mal ein bei mir, den Sebastian von den Gamer Neighbors. Haut rein, Leute!